Hallo bei Logo. Ihr habt es bestimmt gemerkt, ihr wart heute nicht in der Schule. Denn heute ist Tag der Deutschen Einheit. Bundeskanzlerin Angela Merkel und andere Politiker hatten sich deshalb schick angezogen und haben einen Gottesdienst in München gefeiert. Außerdem gab es ein großes Bürgerfest mit 500.000 Besuchern in der Innenstadt. Ja, und das alles, denn früher war Deutschland in zwei Staaten geteilt. Die Bundesrepublik Deutschland auf der einen Seite und die DDR, die Deutsche Demokratische Republik, auf der anderen Seite. Heute vor 22 Jahren, am 3. Oktober 1990, wurden diese beiden Länder zu einem Land vereinigt, zu dem Deutschland, das ihr heute kennt. Aber wie kam es dazu? Die DDR im Jahr 1989. Die Menschen dort sind immer unzufriedener. Vor allem mit ihrer Regierung, die nur an ihre Macht denkt und die Bevölkerung streng kontrolliert und einschränkt. Die Menschen haben genug davon, dass sie beispielsweise ihre Meinung nicht frei sagen dürfen. Wer die Ansichten der Machthaber offen kritisiert, hat Nachteile zu befürchten. Er darf dann womöglich kein Auto kaufen oder nicht in seinem Wunschberuf arbeiten. Andere kommen sogar ins Gefängnis. Und die Menschen wollen endlich reisen können, wohin sie wollen. In die meisten Länder, zum Beispiel auch in die Bundesrepublik Deutschland nebenan, dürfen sie nicht reisen. An der Grenze dorthin hatte die Regierung hohe Grenzzäune bauen lassen, die sie streng bewachen lässt. Im Herbst 1989 beginnen viele Menschen gegen ihre Regierung und die streng bewachten Grenzen zu demonstrieren. Immer mehr Menschen machen bei diesen friedlichen Demonstrationen mit. Durch diese Demonstrationen ändert sich alles. Die Regierung in der DDR gibt nach und verkündet, dass die streng bewachten Grenzen geöffnet werden. Die Menschen in der DDR können endlich wieder reisen, wohin sie wollen, auch in die Bundesrepublik Deutschland. Tausende machen sich spontan auf den Weg über die Grenze. Und bald ist klar, die meisten Bürger wollen nicht, dass es die DDR weiter gibt. Sie wollen die Vereinigung mit der Bundesrepublik. Am 3. Oktober 1990 werden die beiden deutschen Länder offiziell vereinigt. Vor hunderttausenden Zuschauern wird in Berlin eine große schwarz-rot-goldene Flagge aufgezogen. Die Menge singt die Nationalhymne. Es folgt ein großes Feuerwerk. Seither gibt es nur noch ein Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland, so wie ihr sie heute kennt.